So, dann recht herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Die Trainerstimmen zum Spiel der DKB-Handball-Bundesliga, 28. Spieltag, SC Magdeburg gegen den TuS in Lübbecke. Hier in der GTK-Arena vor 5.858 Zuschauern entstand 34-24 zur Halbzeit, 18-12 die erfolgreichsten Werfer auf Seiten der Gäste, 5 Tore Lukas Girak und ebenfalls 5 Treffer durch Ante Kaleb. Auf Seiten des SC Magdeburg heute am erfolgreichsten Michael Damgard mit 7 Toren sowie Gleb Kalarasch 5 Treffer. Soweit diese statistischen Werte zu diesem Spiel. Wir begrüßen recht herzlich Aaron Zierke vom TuS in Lübbecke und bitten um sein Statement zu dieser Partie. Ja, schönen Abend erstmal. Benno, Glückwunsch an dich und dein Team. Ich glaube, dass wir bis zur 20. Minute, bis zum 10-9 für Magdeburg das eigentlich ganz gut gemacht haben. Haben es nicht geschafft, es aufzuhalten. Das Tempospiel von Magdeburg, was klar war, aber ich glaube, dass wir vorne ganz vernünftig kombiniert haben, uns Chancen ausgespielt haben. Und dann die letzten 10 Minuten in der ersten Halbzeit ja ein paar technische Fehler zu viel gemacht haben, klare Chancen ausgelassen haben, dadurch in der Pausenvorsprung direkt nach der Halbzeit sind wir dann quasi 6 Minuten in Unterzahl. Magdeburg nutzt das eben, um vorwegzugehen. Aber auch dann halten wir das Ergebnis eigentlich noch bis auf 8 Tore in einem erträglichen Rahmen, in Anführungsstrichen, für uns mit den Möglichkeiten, die wir hatten heute. Ja, und dann nach hinten raus machen wir wieder viele technische Fehler, sodass dann eine Konterwelle nach der anderen eben auf unser Tor zurollt, was natürlich dann für unseren Torwart nicht unbedingt eine angenehme Situation war. Aber er hat noch ein paar davon weggenommen. Am Ende mit 10 Toren verloren. Ich glaube, da können wir noch mit froh sein. Und machen jetzt einen Haken hinter und wir müssen uns auf die nächste Woche konzentrieren oder auf die nächsten Wochen, wo die Spiele kommen, in denen wir auch dann punkten müssen. Danke. Danke, Aaron. Bennett, deine Einschätzung zu dieser Partie? Ja, wunderschönen guten Abend. Ich sehe das ähnlich in der Analyse. Ich finde, wir sind ganz gut in dieses Spiel gestartet, haben von Anfang an Druck übers Tempospiel gemacht. Ich glaube, in den ersten 6 Minuten war Michael Damgard im Spezialistenwechsel Angriff-Abwehr nicht einmal auf dem Feld. Sind gut in dieses Spiel gekommen, 6-2. Haben dann eine Phase gehabt, wo wir den einen oder anderen Fehler zu viel machen und auch Fehlwürfe produzieren. Dadurch Nettischett wieder rankommen lassen. Nettischett wirklich bis zur 20. Minute absolut in Reichweite ist, im Spiel ist. Wir werden aber noch mal eine Phase haben, kurz vor der Halbzeit, wo die Momente auf unserer Seite haben, einen draufsetzen, konsequent sind, konsequent im Abschluss, konsequent in der Abwehr, konsequent im Tempospiel gehen und dann schon mit einem guten Ergebnis in die Halbzeit gehen. Trotzdem haben wir uns in der Halbzeitpause noch eine Menge vorgenommen, wollten vieles besser machen, wollten noch aggressiver verteidigen, noch uns weniger isolieren lassen. Trainer Janni mehr noch mehr in den Griff bekommen mit seinen unberechenbaren Würfen. Das ist uns dann auch zum Schluss immer mehr gelungen. Ja, und dann kann ich auch mit dem 34-24 zum Schluss sehr gut leben, weil ich glaube, dass jeder die Halle mit einem guten Gefühl verlässt. Und so geht es meinen Spielern auch. Und das ist jetzt das Wichtigste, dieses Gefühl mitzunehmen, das Gefühl zu haben, gut aus dieser Nationalmannschaftspause gekommen zu sein, noch mal ein paar Kräfte angesammelt zu haben für die heiße Endphase. Fragen an die Trainer zu stellen? Ja, Ronny möchte gern den Mikrofon. Frage an Benno, zwei Fragen an Benno. Die erste, Daniel Pettersen hatte sich in der Schlussphase anscheinend etwas verletzt. Wie sieht es da aus? Und die zweite Sache, du hattest gerade in dem TV-Interview gesagt, dass sich die nächsten Wochen so ein bisschen anfühlen wie Urlaub, weil ihr bloß ein Spiel pro Woche habt. Die Spieler sagen auf der anderen Seite, wir freuen uns immer alle 2 Tage zu spielen, weil dann brauchen wir nicht so viel trainieren. Was ist da das Optimum? Stimmt. Etwas paradox, die zweite Frage. Erste Frage ist so, Daniel Pettersen hat nichts Schlimmeres. Das hört ganz gut aus, hat sich ein bisschen Hals verdreht, hat einen Ellenbogen abbekommen, wurde gleich mobilisiert danach. Ich glaube, dass das keine Nachwirkung haben wird, auch nicht für die kommende Trainingswoche. Er wird relativ schnell wieder einsteigen können. Das war eine reine Vorsichtsmaßnahme. So konnten wir Robert noch ein paar Einsatzzeiten geben. Er konnte sich noch ein bisschen Sicherheit holen. Alles gut. Zweite Woche, ja, vielleicht
vielleicht Urlaub für mich, weil ich nicht so viele Spiele vorbereiten muss, weniger Nachtschichten. Nein, ist richtig, aber die Trainingswoche ist voll und das ist auch gut so. Wir haben immer die Möglichkeit, wirklich in den ersten 3 Tagen Belastungstage einzubauen und uns dann am Ende der Woche auf die Spiele zu konzentrieren. Trotzdem ist es natürlich so, dass wir in den letzten Monaten, ja, März, April, einfach gute Erfahrungen mit den englischen Wochen gemacht haben, sogar mit den Spielen innerhalb von 48 Stunden. Ja, deswegen möchte ich aber auch keine Fragen zulassen. Das soll kein Nachteil für uns sein. Das sollte bitte jetzt auch wieder eher ein Vorteil sein. Und auch in diesen Rhythmus werden wir uns schnellstmöglich gewöhnen. Weitere Fragen? Vielleicht nochmal vorm Spiel. Heute wurden die Vertragsverlängerungen von Marco Bestiak und Jelko Musa bekannt gegeben. Vielleicht auch nochmal die Sponsoren schauen in den VIP-Räumen zu. Vielleicht nochmal ein kurzes Statement dazu von deiner Seite, Benno. Ja, ich freue mich sehr, also es ist nur kein Geheimnis, ich freue mich sehr, dass beide ihre Verträge bis 21 verlängert haben. Ich freue mich vor allen Dingen, dass wir Konstanz in unseren Kader bekommen. Ich habe immer gesagt, dass das das Ziel sein soll, kontinuierlich mit einem Kader zusammenzuarbeiten, um maximal erfolgreich zu sein. Ich muss auch ehrlich kein Geheimnis daraus machen, dass es nicht besonders schwer war, sie beide zu überzeugen. Die passen nach Magdeburg, sie wissen, was sie in Magdeburg haben, wir wissen, was wir in ihnen haben. Diese Symbiose ist einfach gut. Deswegen freue ich jetzt mich, dass wir auch Planungssicherheit drin haben. Gerade wenn man diese Liga beobachtet, wenn man auch diese Fluktuationen bei einigen Mannschaften mitbekommt, freue ich mich sehr, dass wir Konstanz in unserem Kader zeigen können. Ich hoffe, das geht so weiter, um dann die Zukunft auch erfolgreich gestalten zu dürfen. Dankeschön. Dazu Fragen? Nicht der Fall, dann... Kurzer Blick auf die Resultate vom heutigen Donnerstagabend. Lemgo gegen Flensburg-Handewitt 23-32 und Gummersbach unterliegt dem TVB Stuttgart 25-26. Ja, wie geht's weiter? Ihr habt jetzt zu Hause gegen den direkten Kandidaten Ludwigshafen-Friesenheim zu spielen. Wie ist da der Blick? Ja gut, das ist ja das, was wir gesagt haben im Vorfeld. Von den 7 Spielen, die kommen, haben wir in 4 Spielen die Möglichkeit zu punkten. Das wollen wir natürlich gerade im Heimspiel gegen Friesenheim. Da gibt es für uns nur eine Marschrichtung, das ist halt eben die beiden Punkte bei uns zu behalten, damit wir da eben auch den Blick Richtung Klassenerhalt weiter richten können. Aber ich bin auch relativ sicher, dass wir es das nächste Woche schaffen werden. Ich denke, dass dann auch alle angeschlagenen Spieler wieder da sind. Die konnten wir auch einigermaßen schonen heute. Die haben nur ein paar Minuten gehabt. Und von daher denke ich mal, dass uns das auch nächste Woche gelingen wird. Dankeschön, viel Erfolg dabei und Bennett, Blick Richtung Minden, wann geht's da los mit der Vorbereitung? Wir werden morgen trainieren, wir werden morgen aber vor allem ein Regenerationsprogramm starten, dann haben sie wirklich 2 Tage frei. Ich glaube, dass gerade die Nationalspieler sich das verdient haben, 2 Tage sich vielleicht Abstand vom Handball zu holen, ein bisschen um die Familie zu kümmern. Und danach, Montag geht's los und geht ja nicht bloß um Minden, geht um die nächsten Wochen, die nächsten Monate. Und die sind sehr interessant, da sollten wir uns alle, jeder Magdeburger Handball-Fan bitte drauf freuen. Also nochmal Luft holen und dann geht's los. Danke ich recht herzlich für die Statements, den Lübeckern angenehme Heimreise und wir sehen uns dann wieder am 29. April gegen Hannover Burgdorf. Dankeschön.